Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Mad Max. Wie im letzten Part versprochen, fahren wir heute zur Unterdüne, machen mit der Story-Mission weiter. Wie ihr seht, wir sind ja hier schon überall auf 0%. Beim letzten Mal haben wir die letzten drei Lager geplättert. Und heute machen wir weiter mit der Story. Ich denke, wir werden jetzt nur noch Story machen, weil wir nichts mehr haben, was wir sonst machen können. Das ist nämlich erledigt. Und ja, wieder zur Unterdüne. Wieder hier einmal quer durch die Wüste. Ich dachte, vielleicht muss ich da nie wieder hin. Leider, leider, leider. That must be it. Up ahead. The tower. The Black Beacon. Müssen wir doch da wieder hin. Und wenn ihr mich fragt, schaut das hier irgendwie nach einem Flughafen aus. Das da hinten schaut aus wie ein Flughafen-Tower. Generell die komplette Straßen. Anordnung hier ist irgendwie Flughafen-Style. Oh ja, Flughafen. Definitiv, Leute. Schaut ziemlich abgefuckt aus. Aber cool gemacht. Ja, bin ich ja gespannt, was uns hier erwartet. Okay. Fahre zur Unterdüne, bitte die Unterdüne. Alles klar. Sag's doch gleich. That mystical sphere. What manner of pagan temple once stood here? Focus. We're here for the bulbs. Gefällt mir hier gar nicht, muss ich euch sagen. Ich fahre jetzt wirklich mit meinem Auto in den Flughafen rein. Really? Ich kann doch nicht der Einzige sein, der das für eine dumme Idee hält. Ihr wisst, wie ich mit dem Auto fahre, wenn ich viel Platz habe. Gute Idee, Jump. Halt die Klappe. Das ist eigentlich hier so eine prädestinierte Stelle für Jumpscare. Blood hungry buzzards, bring traps, be wary. Geil. Jetzt habe ich hier auch noch Fall. Nice. Ah, auch noch Schwingfall. Cool. Cool. Gefällt mir. Wieso glaube ich, dass ich hier nachher raus muss und ich es dann eigentlich haben werde? Wahrscheinlich wäre es das Klügste, jetzt alle Fallen auszulösen, aus dem Auto auszusteigen, reparieren zu lassen und danach keinen Stress zu haben. Nur meine persönliche Vermutung. Würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Leute, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Oh, Leute, Leute, Leute. Wie uncool ist das denn? Da war doch eine, oder? If we cannot lower that bridge, we will go no further. I'll do it. Stay here. Oh, but hurry. Alles klar. Wir dürfen zu Fuß raus. Und ich sehe schon einen. Bleib stehen, du Feigling. Die wollen mich... Die wollen uns doch nur voneinander trennen. Die wollen mein Auto haben. Wieso zum Teufel muss man jetzt hier wieder so eine Horrorstelle einbauen? Wenn ich ein Horrorspiel spielen will... Dann spiele ich ein Horrorspiel. Hallo? Schaut's aus? Okay. Let's get out of here then. Das war leichter als gedacht. Ich dachte jetzt, ich kriege jetzt hier gleich den Vollstress ab. Okay.
Dinge, die ich niemals tun würde mit einem Auto in einem Flughafen rumcruisen. It's big. So the cavernous belly of the Underdome. Of the Underdome. Wieso glaube ich, dass hier unten die mit den roten Augen unterwegs sind? Die, die ich überhaupt nicht mag. Okay, hier war wohl Weihnachten. Als die Welt untergegangen ist, war wohl Weihnachten. Gute Idee. Lass uns weiterfahren. Wir schauen erst gar nicht, ob die ganzen Glühbirnchen, die hier hängen. Die ganzen Glühbirnen, die hier hängen, die wollen wir gar nicht prüfen. Die sind sicher alle kaputt. Nein, lass uns weiter reinfahren. Gute Idee, gute Idee, Max. Wegen Leuten wie dir ist die Welt untergegangen. Und hier ist es echt verdammt dunkel drin. Ernsthaft. Okay. All this looted me too. Gotta keep on. So, das ist prädestiniert. Hier habe ich es nachher so eilig, ich sag's euch. Und ich werde nachher so fluchen, weil nachher genau das passieren wird. Das passiert hier jetzt schon, wo ich keinen Stress habe. Bring them back to the outcrying big bag in Gastown. Huh, we will. Huh, but how to reach them? Not by car anyway. Na klar, das ist sicher keine Falle. Gute Idee. Okay, hier ist es wirklich dunkel, Leute. Und hier. Here they all are. The outcry's errand boys. Weit seid ihr nicht gekommen, Freunde. Also ich bin schon mal weitergekommen. Wenn wir jetzt sterben, ist alles okay. Ah, super. Ich höre sie da hinten schon rumgrunzen. Geil. Richtig, richtig geil. Toiletten? Irgendwelche Toilettenzombies hier? Ich sehe da hinten auf jeden Fall Schrott. Den gönnen wir uns. Dinky D. Und noch mehr Schrott. Klar, wenn wir schon hier sind, können wir sie auch gleich ausrauben. 6 Schrott würde es hier geben. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich definitiv nicht suchen werde. Schrott. Weil die Gegend ist viel zu abgefuckt, um dafür zu suchen. Und es ist fickend dunkel. Okay. Hier ist wenigstens ein bisschen hell. Gut, Munitionsgürtel ist voll. Alles klar. Hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Und hier geht's auch schon weiter. Canteen full and a weapon ready. Ich will nicht weiter, ich will nicht weiter. Gleich erschrecke ich mich, ich sehe es jetzt schon. Okay. Also, dass hier gar keiner kommt, das wundert mich jetzt gerade schon sehr. Da hinten sehe ich doch einen. Where are you running? Ein Rotäugiger, geil. Ernsthaft? An den kompletten Shot gefunden. Beeindruckend. Das musste ja jetzt sein. Just a bunch of mannequins. The store. Gotta be this way. Oh Mann. Ich sehe ihn. Das ist so eine Falle. Ich sehe dich.
Gleich laufe ich in eine Falle. Okay, vielleicht doch keine Falle. Habe ich mir doch gedacht. Okay. War ja klar. Super, jetzt habe ich erstmal hier ein paar Leute von Möbel. Super. Okay, ich bin wenigstens angepisst. Und hier sind schon wieder so Sprungaffen unterwegs. So, komm her, du kleiner Sprungaffe. Und du? Willst mit mir kuscheln? Das vergeht dir sicher. Komm her. Kommt einer mit einem Schild her? Kommt ihr her? Und ich bin wütend. So schaue ich aus, wenn ich wütend bin. Und du? Knack. So, war's das? Darf ich jetzt endlich weiter? Wäre sehr nett. Ja, ich komme ja schon. Ja, ich werde es eilig haben. Ja, ich werde es sowas von eilig haben. Okay. Geil. Und die Steuerung ist nach wie vor scheiße. Und ich habe mich verfahren. Geil. Richtig, richtig geil. Ja, gut. Aber wenn das alles One-Shot-Leute sind, dann, meine Güte, ist das auch okay. Uncool, Leute. Wirklich, wirklich uncool. So. Und die hatten jetzt wirklich nur ein Auto zu bieten. Gut, vielleicht hatten sie auch mehrere. Wow, Wand. Meine Güte, wie ich das Fahren hier hasse. Ja, komm, ich hab dich schon gesehen. Gut, dass unsere Karte mittlerweile so verdammt viel aushält. Aber nach vorne gucken ist auf jeden Fall gesünder. Was jammerst du schon wieder rum, Chum? Haben wir es schon geschafft, oder wie? Jetzt kommt doch der richtig enge Teil, oder? Hatte ich nicht gesagt, dass genau das passieren wird, wenn ich hier rausfahre? Ey, wir haben es echt geschafft. Das heißt? Okay, dann ab nach Gastown. Und das war jetzt easy, Leute.
Wenn es das war, dann muss ich sagen, easy. Wirklich easy. Und die Strecke ist immer noch scheiße. Und das Auto ist nach wie vor kacke. Auch wenn das Pimpen echt Spaß macht und sowas. Aber man merkt Unterschiede. Rein programmiertechnisch cool gemacht. Rein steuerungstechnisch immer noch total gay. So, ab auf die Straße. Mich wundert es ja, dass wir nicht verfolgt werden und gar nicht. Aber irgendwie haben wir deren Moral wohl komplett zerstört. Aber mir soll es recht sein. Ich will mich gar nicht beschweren. Leider haben wir jetzt eine... Apropos, kann ich eine Schnellreise machen? Ich kann eine Schnellreise machen. Wieso habe ich das nicht schon längst gemacht? So. My ladies! I'll sparkle for miles! But you're still alive. And now I'm joining the races. Looks like you earned it. Let's see. Well, that could work. Ah, you'll just have a little accident. And presto! A new contestant! What's your handle, lady boy? Yeah. One more thing. You need a partner. Someone cleared for fighting at the Gastown races. Well, not too many left to choose from. I'd hurry. Okay, Leute. Wo kriege ich jetzt einen Partner her? Wo kriege ich jetzt einen Partner her? Ich will einen Partner. Ich habe doch einen Partner, Chum. Always someone's a prize. Thankfully, people tend to their prizes. Most people. Okay, gut. Scheinbar muss ich zu Pink Eye erstmal. Denn da gibt es wohl eine Nebenmission. Dann tun wir das doch. Was hat die Alte wohl für uns Neues parat? Fragen über Fragen, Leute. Ich hasse das Lager von Pink Eye. Das ist der richtige Aufgang. Ja, nein. Zum Kotzen. Jedes Mal verlaufe ich mich hier drin. Ist das richtig? Ja, das ist richtig, Leute. Das Lager haben wir mittlerweile auch gut aufgerüstet. Was fehlt uns denn hier noch? Der Wasserspeicher, sonst haben wir hier auch alles. Ach ja, und den Free-Schrott. Okay. We are done prepping. My children are ready. The long journey awaits. They won't even make it through Dead Baron's Pass. I would ask you one last favor. The way I see it, only you have the skills and experience to get the truck through the jaw. Once we're safely out, my children will assemble the ship and set sail. What do you say? Not for free. You'll be rewarded. Alles klar, machen wir das doch, Leute. Allerdings, meine Freunde. The truck is set up outside with the dune barge and all equipment packed in tight. Good luck, traveler. We all need it. My children will meet you and the truck at the edge of the Great White Sea. Gut. Machen wir das noch schnell. Wohin muss ich?
geil. Ich darf Truck fahren. Ich denke, es ist ganz... Und da kommen schon die ersten Spacken. Weil das Auto ist... Das kann überhaupt nichts. Geil. Und wird extrem leicht abgedrängt. Wie soll ich das denn schaffen, Freunde? Wie soll ich das denn schaffen? Weil den davonfahren dürfte wohl eher schwierig werden. Gut. Das hat soweit funktioniert. Okay. Ich beschwere mich nie über den Opus, weil das Ding fährt sich noch beschissener. Also richtig, richtig, richtig beschissen fährt sich die Karre. Alter Schwede. Okay. Hier muss ich mich wohl so ein bisschen rechts halten. Also bisher ein relativer Spaziergang. Ich glaube, es ist ganz gut, dass wir die Bedrohung hier so weit unten haben. Okay. Here we go. The pass. Alles klar, und wo muss ich jetzt hin? Jetzt muss ich hierher. Okay. Uncool. Gut, einer weniger. Dann fahren wir hier lang. Wie viele kommen denn da noch? Gut, du wirst mich sicher nicht verfolgen. Ich muss hier lang. Du verfolgst mich auch nicht, mein Freund. Ich komme nachher zurück und kill euch. Keine Sorge, ich vergesse euch nicht. Ich bin jetzt hier in einem anderen Auto unterwegs, da muss ich ein bisschen aufpassen. Auf fremdes Eigentum passt man ja gewöhnlich ein bisschen besser auf als auf seinen eigenen Stuff. Aber ich komme wieder. Dann töte ich euch. Versprochen. So. Wie weit haben wir es denn noch? Noch ewig und 3 Tage, Leute. Aber so weit, so gut. Meine Schrotflinte ist ja mittlerweile relativ gut. Allerdings glaube ich, habe ich gar nicht mehr so viel Munition. Sollte jetzt echt aufpassen. Auf Reifen schießen hat sich jetzt tatsächlich bewährt, würde ich sagen. So. Und ich muss mit dem Kackding jetzt genau dort fahren, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ein Gutgash-Territorium. Da, wo die Berge sind, da, wo die Salzkristalle sind. Die Hügel und ich bin in einem LKW unterwegs. Geil. So wünscht man sich seinen Feierabend. Und wahrscheinlich als Belohnung kriege ich publige 200 Schrott oder irgendwas. Oder irgendetwas, mit dem ich überhaupt nichts anfangen kann. Könnte ich ja darauf wetten. NOS haben wir natürlich auch nicht, was wahrscheinlich auch besser so ist. Oh Leute, das Ding übersteuert so schnell, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist echt schwierig, die Straße zu treffen. Also wenn ich mal auf der Straße bin, liegt das definitiv nicht daran, weil ich das versucht habe, sondern vielmehr, weil das ein Glückstreffer ist. Ich versuche tatsächlich wirklich auf der Straße zu bleiben, aber ich habe mich verfahren. Ja, weniger labern, mehr auf die Karte gucken.
Und da hinten kommt schon wieder welche. Nice. Gut, die hatten wohl keinen Bock. Hat sich wohl rumgesprochen, dass ich der Reifenschänder bin. Oder die haben mich wenigstens endlich erkannt. Das kann man ja mittlerweile echt verlangen, dass man Max erkennt. Ich meine, wir haben jetzt hier so ziemlich jeden Top-Dog gekillt. Nicht so ziemlich, wir haben jeden Top-Dog gekillt. Wir haben jedes Lager aufgelöst. Und überhaupt. Kann der noch fahren? Der kann tatsächlich noch fahren. Eine Patrone habe ich auch noch für dich, mein Freund. Oh Leute, es ist eine Scheißstrecke. So, ich muss aber darüber. Genau dahin muss ich. Oh, sie haben es fast geschafft, Leute. Mann, war das eine lange Strecke. I think I see it. Up front. Das war wirklich eine lange Strecke. Okay. Alles klar. Die sehen wir nie wieder. Die sind tot. Madness. Geil. Und jetzt ist hier ein Sandsturm. Nice. Kann ich offensichtlich was finden. Aber hier liegt auf jeden Fall ein bisschen Schrott rum. Den haben sie wohl vergessen. Den nehmen wir natürlich noch schnell mit. Da hinten ebenfalls. Rauchen tun sie ihn eh nicht mehr, weil die sind jetzt eh schon so gut wie tot. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, gab wenigstens ein bisschen Schrott. Und irgendein neues Fahrzeug. Welches neues Fahrzeug gab es? Neue Karosserie, oder? Hm. Keine Ahnung. Oder gab das hier bei den Sammelstücken Fahrzeuge? Ah. Okay. Der ist neu. Was ich mich jetzt frage, ist, ob ich Pink Eyes Festung nicht mehr habe. Ist die jetzt weg? Das wäre echt schade. Aber wird sich beim nächsten Mal herausstellen. Freunde, das war's wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, mit der Story weitergemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst die Videobewertung nicht, schreibt fleißig Kommentare und abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!